Moin zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls. Wir wurden vorige Folge, ich würde sagen so 4 oder 5 Mal von den Gargoyles versohlt. Ihr könnt jetzt Wetten abschließen, wie viele es werden oder ob ich es schaffen werde. Das werden wir aber alles später noch sehen. Erstmal gehen wir Richtung Kirchturm, denn ich habe Blut geleckt. Und ich möchte diese dreckigen Gargoyles endlich erledigen. So. Ich will jetzt auch nicht noch weiter am Equipment rumfummeln. Sondern das Einzige, was jetzt bringt, ist versuchen, versuchen, versuchen. Vielleicht finden... Was ist das? Was ist das? What the fuck is this? Doppelmenschlichkeit. Was ist denn das gewesen? Hä? So, wir brauchen erstmal den da vorne aus der Ecke. Ja, komm mal ran. Wir haben noch ein Date. Warum mache ich die immer? Ganz einfach. Das Baldur-Set. Würde ich gern mal haben. Denn es hat alles mit einem Oberler. Mit einem Helm angefangen. Ei. Vorsichtig. Ah ja. Ich bin noch nie hier gestorben. Das gibt's doch nicht. Hallo. Jetzt habe ich schon die Hälfte der Flasks an einen so einen hässlichen Hechtfuzzi hier. Nein. Wir gehen nach oben. Ach, verdammt nochmal. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal versuchen. Mit einer starken Attacke. Habe ich noch gar nicht probiert oben. Also, ich werde gerade schlechter. Unglaublich. Aber wahr. Hat er einen Katana in der Hand? Nein. Baldur-Stulpen! Jetzt brauchen wir nur noch... ich meine... Also wir haben die Stulpen jetzt, die Rüstung, den Helm, ein Schild und Stiefel. Wenn die Stiefel noch haben, dann haben wir das Set komplett. Magst du mir die Stiefel einmal bringen? Komm, bring mal die Pantoffeln vorbei. Obala. Komm ran. Komm. Was machst du da? Ich darf sowas von nochmal zum Leuchtfeuer zurück. Sowas von. So klappt das gar nicht. Aber warte mal. Wenn wir es schon machen. Nee. Ich gehe nicht zum Leuchtfeuer zurück. Ich gehe nach oben. Na, jetzt einmal noch diesen Schnetzelgang hier. Dann habe ich halt nur 3 Flasks. Ist ja auch nicht so schlimm. Meistens schaffe ich es nicht mal, die richtig zu benutzen. Ups. Ah.
So. Machen wir noch den einen. Ja, komm. Den machen wir noch. Kommst du? Oh, ne, da, ne, nicht so langsam. Schneller. So. Hallo? Hallo? Na komm schon. Los. Hey, was ist denn hier los? Ich, letzte Folge habe ich die x-mal abgefarmt. Jetzt sind die total auf der Defensive. Komm. Na also. So. Drei Flask haben wir. Aber oben liegt auch noch mein verlorenes Gut. Das heißt, da müssen wir sowieso jetzt eben holen. Wenn man dann zurück könnte, wäre ja schön. Aber das geht ja nicht mal. Okay. Machen wir das? Ein Versuch wäre es wert. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viel Schaden wir machen. Hallo, ich würde gerne mein verlorenes Gut einsammeln. Danke. Ich bin ein paar Mal gestorben, ja. 164. Ja, dann macht das aber jetzt schon gleich. Ach, scheiße. Nee, nee, nee. So. Das ist der beste Try, den ich bisher hatte. Goldhart sei Dank. Hi. So, jetzt spuckt er wieder sein Feuer. Aber der kommt nicht so weit. Hopp. Wunderbar. 10.000 Seelen. Boah, jetzt habe ich fast genug für dieses Wappen von unten. Weil farmen kann ich ja sowieso. Muss mal eben schauen hier. Geschafft. Ja. Habe ich gemerkt. Also. Glocke. Los. Glocke läuten. Wie weit muss man denn hier hoch? Also hier müssen wir mal vorsichtig sein. Ist ganz schön windig hier. Gut, dass wir eine Kapuze aufhaben. Die werde ich jetzt auch läuten, du. Was steht hier? Geschafft. Gelobt sei die Sonne und gelobt sei die Sonne. Und geschafft. Achso. Hebel ziehen.
läute die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten. Und jetzt? Hallo, runterklettern. Jetzt müssen wir zurücklaufen. Okay. Dann klettern wir jetzt wieder runter. Boah, ich wäre so froh, wenn man irgendwie schnell die Leiter runterkommen könnte. Was ist das denn? Greetings. I am Oswald of Kareem. The Pope. No peerist to like me. Yet magnanimous of the cause. Cometh out to confess. Or to accuse. Oh! Gegenstand kaufen. Und was ist das? Meldet Verbrechen eines Eindringlings. Prüft Liste angeklagter Spieler. Das ist ein Wunder, okay. Der Talisman. Bestärkt Blutungsresistenz, Gifte. Keine Verluste bei Tod, aber Ring bricht. Ring der Opferung. Oh, das ist aber teuer. Damit kann ich also einen Fluch aufheben, okay? Meldet Verbrechen eines Eindringlings. Kehrt zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurück. Stimmt, sowas habe ich ja auch. Warte mal. Verlassen. Vergebung bitten. Geste lernen. Vergebung erbitten. Bitte was? Nein. Liegt das vielleicht daran, weil ich den Dude, also dass ich so 10.000, 11.000 hier blechen muss, dass ich diesen Dude im Asylum umgebracht habe? Habt ihr noch nur von seinem Leiden erlöst? Mehr war das doch auch nicht. Okay, also mit 19.000 hätte ich gesagt, also erstmal gehen wir zum Leuchtfeuer. Rasten einmal, damit wir wieder aufgeladen sind, also Esthaus haben. Gehen nochmal hier einmal die Kirche leer räumen und dann holen wir dieses Wappen. Das Wappen ist schon echt teuer. Und bevor ich jetzt 20.000 Seelen in irgendwas reinbutter, hole ich erstmal das Wappen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ich hoffe, das ist eine... Springt der mich einfach an? Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Wenn nicht, habe ich voll Pech gehabt. Denn es gibt niemand, der mich stoppen kann. Oder? Nein. So. Ich würde dann gleich mal auch die Aushöhlung nochmal umkehren lassen. Und Menschlichkeit fressen. Also nehmen. Oder wie man es auch immer sagen soll. Benutzen. Einmal ans Leuchtfeuer, bitte. So, Aushöhlung umkehren. Menschliche Gestalt erhalten. Ach ja, ich habe keine Menschlichkeit. So. Da muss ich einmal hier hin. Was ist denn das Ding? Steuert die Macht des Estusflas von. Lakons, nee. Da wurde mir doch gesagt, ich soll das für was anderes benutzen. Wir machen jetzt erstmal das hier. Eine Menschlichkeit benutzen. Oh, warte mal, ich habe ja auch Seelen. Also hier diese normalen Seelen. Ja, alte Seelen.
Beide. 400. Ja, aber ich habe noch mehr. So. Große Seelen. Jetzt haben wir 20.000. Dann brauchen wir nicht groß weiter noch Dingensen hier. Farm gehen, sondern kannst direkt das Wappen kaufen. Ei. Ja. Nein. Ich will was kaufen. Moment. Nein. Ja. Wir haben jetzt das Wappen und danach sind diese vier Sachen dran. Aber erstmal das Wappen. So. Jetzt haben wir das Wappen. Nicht der Plan. Oder warte mal. Wir können eigentlich den hier unten versuchen. Ja, komm. Greift er an? Ja. 44. Aua. Eieiei. Och, du gute Güte, macht der Schaden. Astoras Schwert. Nee, ich würde jetzt mal gucken, ob wir den nicht kloppen können. Der ist hier direkt um die Ecke. Was sagt der Schmied dazu, dass wir jetzt nicht mehr so schön aussehen? Ei. Gar nichts. Warte mal, kann ich mit dem reden? Okay. Jo, jo. Versuchen wir es auch mal. Leute, das zählt sogar, dass da gut von mir liegt. Das ist doch nix. Dann machen wir nochmal. So. Ui. Der macht aber Damage. Warte mal. Was passiert, wenn ich jetzt hier hochlaufe? Gar nichts. Okay. Blocken ist nicht wirklich effektiv gegen den. Dann würde ich sagen, wir versuchen auszuweichen. So. Ei. Ne. Ei. Kriegt ja gar keinen Schaden. Ach du Scheiße. Lauf. So, sind das die Bäume? Nee. Hinterwurzgarten. Ist auch kein Baum. Ist auch kein Baum. Ich meine, ich kann diese kleinen Gestrüpper hier kaputt schlagen, aber. Oh. Hier komme ich nicht drüber. Ja, ist ja jetzt auch mal gut, oder? Da ist eine Pfütze. Da ist ein Baum! Der läuft!
Und die soll ich farmen, ne? Okay. Interessant. Es war eine andere Atmosphäre hier. Ja. Da geht's runter. Hier geht's weiter. Oh, nee, nee, nee. Danke. Ich gehe erstmal weiter nach oben, ja? Also wieder hier. Da ist ja noch ein Baum. Ey. Die droppen ja gar nichts. Uah! Kante. Das ist ziemlich dunkel hier. Ah, du Scheiße, jetzt sind hier zwei. Ja, ich mach dir Schaden, du. Oh, jetzt kann ich plündern. Blutroter Moosklumpen. Ah ja. Interessant. Hier geht's nur runter. Ich war noch nie hier. Also, oben die Gargoyles. Die habe ich, warte mal, ich mache kurz Pause. Wobei, Sekunde. So. Also, das Spiel ist nicht komplett neu für mich. Das habe ich mir damals gekauft, ja? Die Prepare to Die Edition. Als es ganz neu war. Da ist sogar auch noch das Artbook drin. Ja, gerade kurz mal. So, hier sind noch so. Ja, Postkarten. So ein Artbook hier halt, ne? Das ist, glaube ich, hier. Prepare to Die Edition, the Artbook, genau. Ich habe das gespielt über Games for Windows Live und nach ein paar Wochen, als ich es wieder spielen, oder Monaten, als ich es wieder spielen wollte, war mein Account deaktiviert und ich konnte ihn nicht mehr reaktivieren. Microsoft, ich konnte irgendwie nichts machen. Und das war das einzige Mal, dass ich Dark Souls gespielt habe und ich habe es nur bis einschließlich die Gargoyles geschafft. Mehr kenne ich nicht. Das heißt, ab hier kenne ich gar nichts mehr und weiß überhaupt nicht, was hier ist. Obala, Entschuldigung. Pass auf, Boss. Haha, toll. Scheinbare Wand. Kann ich draufschlagen? Kann ich schlagen? Jetzt kann ich wieder schlagen. Oha! Okay, ich habe keine wirkliche Dingens, aber ich kann... Ja. Kann man die Aushöhlung umkehren? Ich habe keine wirkliche, warte mal. Kuh verlassen. Keinen wirklichen großen Fortschritt und keine wirklichen Seelen gesammelt, aber das ist nicht so schlimm. So, ich nehme eine Doppelmenschlichkeit. Wo ist sie denn? Zwei habe ich davon. Ne, ich nehme eine normale Menschlichkeit. Denn... Ich möchte einmal das Leuchtfeuer entfachen, dann müsste ich nämlich 10 Flask kriegen. Wenn ich mich nicht vertue. Ja. So, das heißt, ich bekomme... Soweit ich das jetzt verstanden habe, wenn ich ein Leuchtfeuer entfache, dann bekomme ich an dem Leuchtfeuer 10 Flask. Und wenn ich jetzt hier das komische Ding da reinschiebe, dann ist da der nächste Boss. Danke, wir wollen erstmal ein bisschen gucken. Hä, hey, wovon sterben die denn? Wollte doch gerade sagen. Das sieht doch aus wie so ein Strubbelpeter. Ha! Obala! Lila Moosklumpen. Ey. Wow.
Nochmal. Hoppala. Hei, hei, hei. So, und hier kriege ich nochmal eine Seele. So, jetzt könnte man theoretisch... Das ist ja lustig. Dann hat das Erleuchtfeuer hier um die Ecke. Das heißt, man kann hier permanent die Dingens farmen. Sehr Feind. Nein, danke. Haben wir schon heute. Und das meintest du, glaube ich, Angel. Angel, du hast mir das mal nicht geschrieben. Hier muss ich unbedingt farmen. Das heißt, man kann jetzt hier zum Leuchtfeuer zurückrennen. Da einmal rasten. Das Leuchtfeuer verlassen. Jetzt geht man wieder runter. Warte mal. Da rechts sind doch auch noch welche. Oder? Nehmen wir jetzt erstmal wieder das Schild in der Hand. Da ist er ja. Schicht im Schacht hier. Und man kriegt immer 100 Seelen von denen. Dann gibt es einmal die hier vorne und die unten. Und dann hätte man immer 500 Seelen zusammen. So, und welche Moosklumpen? Jetzt gehen wir mal die Moosklumpen angucken. Verringert Blutungszunahme. Verringert Giftzunahme. Heilt Vergiftung. Sehe ich hier auch noch einen grünen? Nö. Na, egal. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal kurz runter. Machen hier die drei noch. Also wenn das hier richtig ist, der richtige Farmspot, dann musst du mir das einmal schreiben. Ich würde aber hier einmal... Ah, du Scheiße. Warte mal kurz. Aua! Mann! Tut doch weh. Was denn? Hä? Sekunde mal. Ich hatte gehofft, dass die... Aua! Ich hatte gehofft, dass die hier nur so rumliegen. Wie vorher auch, lila Moosklumpen. So, okay, ich würde zurückgehen, denn ich habe das Baldur-Set noch nicht komplett. Bevor wir hier irgendwelche Moosklumpen farmen, würde ich erstmal... Also, das ist interessant hier. Oder wollen wir einmal beim Boss reinlinsen? Nee, ja, komm, bevor wir zurücklaufen, gucken wir einmal beim Boss rein. So. So, da ist das Siegel. Ah, du Kacke. Komm mal mit hoch. Ist das ein Geist? Ui, der ist aber stark. Nein, lass mich in Ruhe. So ein Dreck. Ich habe eine Idee. Ah, ja, Scheiße.
Der Junge hält ja viel aus. Ach du Scheiße, was war das denn? Ich würde ja mal behaupten, das Gebiet ist noch zu hoch für mich. Ja. Also ist doch kein Boss, aber warte mal, hier unten. Ja, 30 ist nicht so schlimm. Hier unten war jetzt noch nur ein anderes, so ein Nebel, da können wir auch nochmal einmal durch. Oder? Komm du mal eben kurz hier ran, bitte. Ja, komm, wir machen noch einmal den Baum hier. 1, 2, 3, 4. Der nächste einmal bitte um die Ecke kommen. Komm, stell's da mal lang, du. Ich finde, der hat jetzt gerade ein bisschen arrogant ausgesehen, wie er da lang gestolziert ist. Das Bäumchen. Du Brokkoli-Kopf, du. Der hat aber auch eine Rübe, ey. So ein Mooskopf. So, also zäher Feind, dann gucken wir mal kurz. Ich hoffe, ich kann noch zurück. Vor dir, zäher Feind. Versuch's mit Angreifen. Ja, ist verstanden. Okay, Moment. Wir haben es gleich. So, nochmal. Ja, wir können hier jetzt ewig und 3 Tage weitergehen. Also es ist ein Riesengebiet, was zu erkunden ist. Ist das der Fettsack, der da liegt? Seht ihr das? Warte, da. Der da ist das, glaube ich. Ja, wir können jetzt ewig und 3 Tage weiterlaufen, aber 30 Minuten Längen machen wir hier Feierabend. Gehen wir zurück einmal zum Leuchtfeuer. Bevor ich mich hier austobe, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal darum, dass das Baldur-Set komplett ist. Das heißt, nächste Folge geht's erstmal zurück nach oben. Zum Bezirk der Untoten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.